Es ist schon ein besonderer Anblick, der Klimawald in Weiß. Ein Schneekleid begleitet den Winterschlaf des Waldes. Die Natur hat sich zur Ruhe begeben. Die weiße Pracht ist ein Geschenk. Schnee ist ganz wichtig für die Natur. Also jetzt gerade vor dem Herbst, der auch wieder etwas trocken war, vor dem insbesondere sehr trockenen Sommer, da hat Schnee die gute Eigenschaft, das Wasser, was in ihm gebunden ist, Schnee ist ja gefrorenes Wasser, einfach viel langsamer abzugeben, als es durch einen Regen kommen würde. Sprich, in dem Schnee ist jetzt Wasser gespeichert, der fängt jetzt langsam an zu tauen. Und das Wasser taut unten in den Boden hinein und kann dann in tiefere Bodenschichten auch versickern und so dann die Wasservorräte im Boden etwas auffüllen. Der Wald ist wie ein Schwamm, der das Wasser speichert und ist damit das wichtigste Wasserreservoir, das wir haben. Wir haben eine ganz große Fläche, die bewaldet ist. Wir haben ganz viele Böden, die ganz viel Wasser speichern. Und für uns Menschen ist natürlich ganz wichtig, dass das Wasser auch eine gewisse Klarheit und Sauberkeit hat. Und da spielt der Wald eine ganz wichtige Rolle. Er filtert erst die groben Schadstoffe aus der Luft und aus dem Wasser heraus, durch seine Bäume, die oben stehen und im Boden, der dann durchwurzelt ist und durch Lebewesen auch aufgelockert ist, kann das Wasser weitergefiltert werden und ganz unten kommt dann das klare Grundwasser, was wir auch dann bedenkenlos trinken können. Sebastian Schmitz ist gern im Revier unterwegs. Seine Arbeit hat unglaublich viele Komponenten. Also wir haben verschiedene Parameter, nach denen wir schauen. Also hier ist es jetzt zum Beispiel der klassische Fall, ein Bestand, der durchaus perspektivisch mal zur Ernte ansteht. Man schaut dann nach den Bäumen, welchen Gesundheitszustand haben die und gibt es da irgendwelche Lebewesen, die sich diese Bäume auserkoren haben, um dort eben ihre Stube sozusagen einzurichten. Und hier haben wir jetzt konkret den Fall, wir sehen dort zwei Buchen, die beide jetzt durch den Klimawandel geschädigt sind. Die eine hat ihre Krone verloren, die andere hat Sonnenbrand erlitten und die stirbt halt ab dadurch. Und es gibt Tiere, wie hier jetzt konkret den Specht, die haben durch diesen Baum auserkoren und wollen da ihr Leben verbringen sozusagen. Und das sind dann Bäume, die lassen wir dann bewusst auch stehen, einfach weil die einen Wert für die Natur auch haben. Und das ist uns wichtig, dass alles Mögliche so, oder alle Funktionen des Waldes erhalten bleiben und der Naturschutz und der Lebensraum Wald, der soll natürlich auch erhalten bleiben. Insgesamt hat das Totholz eine große Bedeutung für viele Lebewesen, für große und kleine und auch sehr seltene. So eine Krone, die auf dem Boden liegt, die kann auch durchaus ein Lebensraum sein für eine Wildkatze, dass sie dort ihr Gehäck findet. Und das sind einfach so verschiedene Tiere, die von den unterschiedlichen Strukturen profitieren. Und von einem gesunden Wald profitieren dann wir Menschen. Danke an die Sparkasse Koblenz, die dafür Verantwortung übernimmt.